Willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal, das sind wir. Ich habe jetzt gerade die beiden Mäuse weggebracht, in die Schule und in den Kindergarten. Jetzt bin ich zu Hause. Es ist Montag, das heißt, es ist einiges vom Wochenende liegen geblieben, was hier unbedingt verräumt werden muss. Es ist ein bisschen Chaos. Also am Wochenende unternehmen wir halt immer viel, deshalb immer recht viel in der Wohnung, was liegen bleibt. Und montags ist immer so ein bisschen Chaos-Tag. Montags hat die Rosa denn aber auch am längsten Schule, deswegen habe ich da immer noch so ein bisschen Puffer, dass ich halt die Wohnung machen kann. Also werde ich jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen. Die Kinderzimmer, die sind eigentlich recht ordentlich, weil da wurde am Wochenende sowieso nicht gespielt. Wir waren viel unterwegs. Die Rosalind war auf dem Kindergeburtstag einen ganzen Tag und da waren wir mit der Olivia halt auch nur draußen. Und gestern waren wir den halben Tag auch draußen. Haben wir was unternommen, einen kleinen Ausflug und ja. Ja, jetzt ist hier so ein bisschen, ich zeig mal kurz. Zeig mal kurz das Chaos. Ein bisschen Chaos liegen geblieben, was ich jetzt gleich beseitige. Ja, danach werde ich ein bisschen was einkaufen fürs Mittagessen. Habe mir gerade überlegt, ich habe noch selbstgemachte Currysoße eingefroren. Da werde ich gleich Bratwürstchen besorgen und Pommes. Ja, das ist dann ein einfaches und schnelles Mittagessen. Ja, und dann hatte ich eigentlich heute mal vor, mal gucken, wie schnell ich das jetzt hier gleich alles schaffe. Ich meine, es sieht auch immer mehr aus, als es ist eigentlich. Ne? Es ist ein bisschen aufräumen, schnell die Küche ein bisschen aufräumen und dann einmal saugen, wischen. Dann ist es ja auch schon erledigt. Dann wollte ich heute eigentlich, habe ich jetzt schon ewig nicht mehr genäht, wollte ich heute eigentlich mal ein paar, zumindest schon mal ein paar Schnittmuster auf Stoff übertragen und vielleicht den Stoff auch schon zurechtschneiden. Wollte ich für die Kinder jetzt anfangen. Es ist zwar gerade schön warm, aber das wird es jetzt bald nicht mehr sein. Schon mal ein paar Mützen und Loops nähen und vielleicht für die Olivia ein paar Leggings. Die Rosalind möchte ja, glaube ich, nicht mehr so. Ich werde ja auch noch zwei Leggings nähen. Gucken, ob ich die ein bisschen schlichter halten kann. Die bunten selbstgenähten hatte sie ja erst aussortiert. Das werde ich heute machen. Das ist heute der Plan. Heute Abend hat die Rosalind zum ersten Mal Turnen. Die ist jetzt in einem Turnkurs. Deswegen muss das auch alles heute Morgen schnell über die Bühne gehen. So, aufgeräumt habe ich jetzt. Es ist alles fertig. Ja, Wäsche, das dauert ja, bis die Maschinen fertig sind. Ne? Da habe ich schon mal Haufen vorbereitet. Deshalb gesaugt habe ich jetzt auch noch nicht und gewischt. Das mache ich dann wahrscheinlich heute Nachmittag oder Abend, wenn die Wäsche komplett fertig ist. Die Waschmaschine läuft jetzt nämlich noch, der Trockner läuft auch. Ich hätte eigentlich die Wäsche auch aufhängen können bei dem Wetter, aber dann werde ich heute nicht mehr fertig, denke ich. Ne? So warm ist es jetzt nicht, dass die Wäsche da direkt trocknet und dann dauert das immer so lange. So, jetzt bin ich fertig mit der Wohnung. Also für jetzt zumindest, für den Moment. Jetzt hatte ich ja vorhin schon angekündigt, möchte ich heute gerne mal wieder ein bisschen nähen. Das werde ich auch machen, wenn die Kinder im Bett sind. Das weiß ich aber noch nicht genau was. Ich denke, ich werde heute, also erstmal habe ich schon vor längerem Stoff zugeschnitten für ein Langarmoberteil für die Rosalind. Das werde ich jetzt nachher auf jeden Fall als erstes mal zusammennähen, weil das sonst gar nicht mehr passt. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das überhaupt möchte. Das ist mit so einem Einhornstoff, aber ich habe es jetzt zugeschnitten. Ich werde es jetzt auf jeden Fall vernähen. Ansonsten bekommt es meine Nichte. So, und dann werde ich nachher auf jeden Fall für die Olivia und für die Rosalind zwei Loopschals nähen mit so einem Flausch von innen. Vlies oder ich habe auch noch Frottee da. Muss mal gucken, was ich da genau jetzt nehme. Was halt auch vom Muster am besten und von der Farbe am besten passt. Weil ich habe jetzt hier natürlich nicht ein riesen Stofflager. Ich denke, ich werde ein Set gefüttert machen und eins nicht gefüttert für jeden. Ob ich das jetzt heute, aber eigentlich, wenn man einmal alles aufgemalt hat und zugeschnitten, dann kann man das so locker schnell hintereinander wegnähen. Also ich denke, ich werde alles zusammen heute machen in einem Schwung, dann habe ich es fertig. Wenn ich erstmal anfange, nur aufzuzeichnen oder nur auszuschneiden, dann liegt es wieder ewig. Also wie gesagt, ich habe noch ein langes Oberteil hier liegen von April, März.
was noch nicht vernäht wurde. Ja, dann wollte ich ja noch Leggings nähen. Das werde ich wahrscheinlich dann nicht mehr schaffen. Aber das werde ich auf jeden Fall zuschneiden. Und dann werde ich das nämlich versuchen, morgen früh, wenn die Kinder weg sind, Schule und Kindergarten, werde ich das dann eben machen. Weil die Wohnung ist ja jetzt dann fertig nachher, die Wäsche. Dann habe ich morgen früh Zeit dafür. Genau. Ich hole dann mal die Stoffe und suche erstmal schon mal die Stoffe aus. So, jetzt habe ich erstmal den ganzen Krempel hier hingestellt und schau mal. Also auf jeden Fall brauche ich hier dieses Tauschpapier quasi, Kopierpapier, um die Schnittmuster abzuzeichnen. Das ist immer ein riesen Chaos, wenn man hier die ganzen kleinen Schnittmusterdinger hat und dann alles noch auf diesem Tauschpapier abgepauscht. So, hier habe ich einmal die Leggings in 86,92. Also auf jeden Fall wollte ich jetzt machen zweimal, also einen dicken Loop. Die Rosalind fand den hier so schön, als er letztens gekommen ist. Der ist so richtig schön flausch. Den nehmen wir auf jeden Fall schon mal für die flauschige Mütze und den Loopschal von innen. Da ich ja so auf Leo stehe, habe ich mir hier mal so einen Leo-Stoff besorgt. Da mache ich mir auf jeden Fall eine Mütze und einen Loopschal. Jetzt überlege ich gerade, mit Vlies oder ohne. Gelb passt, oder? Ach nee, komm, ich mache den. Für die Olivia nehme ich diesen schönen Stoff. Für den Flauschschal und Mütze, weil da passt nämlich auch das Vlies-Futter dazu, finde ich. Für die Rosalind mache ich das hier draus. Den finde ich auch mega schön, den Stoff. Ah ja, da wollte ich auch noch mal was draus machen. Da mache ich für die Rosalind noch einen Loop und eine Mütze. Ich stehe etwas auf Kleeblätter, sieht man, ne? Ich finde diesen Kleeblattstoff immer so schön. Aber eigentlich, ich bin eh total stoff-crazy. Am liebsten würde ich immer, ich weiß nicht, online, wenn ich da Stoff sehe, ich würde am liebsten so viel Stoff immer kaufen. Und ich habe gar keine Zeit. Und das Problem ist auch einfach, also ich habe eigentlich oben einen kleinen Nähtisch und ursprünglich waren meine Sachen alle oben am Dachboden. Da ist auch genug Platz und Licht und also alles kein Thema. Aber dann fing das an, dass die Kinder so unruhig wurden abends. Die schlafen super gut ein, aber die werden halt doch ab und an mal wach und da musste ich immer hoch und runter rennen. Und wenn ich abends kaputt bin und dafür dann erst hochlaufen muss, dann wird das meistens schon noch weniger was. Ja, und das ist nämlich auch das Problem. Man sieht es nämlich jetzt hier so schön. Jetzt habe ich hier alles vorbereitet. So. Erstmal ist der schön aufgeräumte Esstisch jetzt wieder ein Chaostisch. Und dazu kommt, dass wir hier gleich Mittag essen wollen. Und dann muss ich wieder alles wegräumen. Jetzt habe ich mir das so schön hingelegt, alles schön auf ordentliche Häufchen, so wie es sich gehört zum Nähen nachher, so wie alles zusammengehört. Und jetzt muss ich das gleich alles übereinander stapeln und wegräumen, damit wir hier essen können. Ja, aber ist egal. Da muss ich jetzt durch. Aber das sind so die Punkte, die mich dann immer irgendwie hindern, das dann öfter zu machen. Naja, auf jeden Fall mache ich das jetzt aber heute. Jetzt setze ich mich selber unter Druck, dass ich es machen muss. Nein, ich freue mich ja auch. Ich nähe total gerne. Das ist relaxed total, also entspannt und macht richtig viel Spaß. Und wenn ich hinterher irgendwie Kleidungsstücke fertig habe für mich oder für die Kinder oder ne, irgendwie Mützen, freue ich mich total, bin ich total stolz. Obwohl bei mir nicht alle Nähte gerade sind und auch nicht alles tipptopp in Ordnung ist und nicht immer alles so hundertprozentig sitzt und passt, aber trotzdem. Also, und bis jetzt haben sich ja auch immer die Kinder dann total gefreut. Die Rosalind hat sich immer voll gefreut, wenn ich was für sie genäht habe. Jetzt hat sie die genähten Leggings ja alle aussortiert, aber vielleicht freut sie sich ja trotzdem und überrascht sie mich da dann, wenn ich ihr die Sachen dann morgen zeige.